Hi und willkommen zu einem weiteren Video. Unser heutiges Thema ist Scheiße, falsches Format. Also unser heutiges Thema ist kein Thema, sondern ein Sketch. Ich hoffe, er gefällt euch und jetzt kommen noch so kurze Einleitungswörter, damit mich keiner in den Kommentaren als was auch immer bezeichnet. Also bis gleich. Also, dieses Video soll keinerlei Menschenarten beleidigen, keine Sprachen verleugnen oder irgendwas anderes, was mir gerade nicht einfällt. Eigentlich wollte ich nur sagen, dass es keine Menschen beleidigen sollte. Und ihr bekommt anstatt den Text, den ich gerade sage, ein wunderschönes Rezept für einen Muffin aus der Tasse. Also, macht euch den Muffin und esst ihn, aber guckt zuerst das Video. Und ich beleidige keine Menschen, weil ich nicht so eine fiese Fotze bin. Ciao. Also wir reden über ein ganz normales alltägliches Thema. Vater kommt ins Zimmer seines Sohnes und glaubt seinen Augen kaum, weil er mal wieder sehen muss, dass er sich vor seinem Computer sich so hingepflanzt hat, um permanent starr auf den Bildschirm zu gucken, um dadurch Sachen zu lernen, die ihm nicht unbedingt so gut tun, wie zum Beispiel die Sprache, die er sich seit kurzer Zeit angeeignet hat. Was tut natürlich der Vater? Er sagt seinem Sohn: Hier du, so kann das nicht sein, Junge. Geh mal wieder raus. Ja, ist ja scheiße, Junge. Draußen scheint die Sonne und du hast den Rollladen zu, ey. Meinst du, hast einen Arsch offen, Junge? Der Sohn natürlich: Boah, alter Junge, verpiss dich mal, ich ficke deine Mutter, ich fick dich, ich fick deine Familie, auch wenn ich mich dadurch selber ficke, Junge. Also wir merken schon diese leichte, hasserfüllte Gegend, in denen die beiden momentan stehen. Also ein bisschen so negatives Karma, wenn man das so ausdrücken will. Aber jetzt kommt natürlich der Überleg des Vaters. Also er weiß ja, sein Sohn kann normal reden und hat das früher eigentlich auch gemacht, aber seitdem er diese Musik von diesem sogenannten, na, wie nennt man schnell nochmal, Haftbrief oder so, ne, seitdem er so Musik hört, kann er halt einfach nicht mehr normal reden und er weiß nicht warum. Natürlich gab es auch noch die andere Zeit, in dem der Sohn so eine Art von monotonen Dauerdurchrabeln hatte, wo er einfach nur die ganze Zeit in einer Tonlage gesprochen hat. Aber der Vater denkt sich so: Aus der Zeit sind wir auch gut rausgekommen, oder beziehungsweise aus der Zeit sind wir auch gut rausgekommen. Da kann man natürlich auch was verändern, ne? Also wenn man jetzt seinem Sohn mal so ganz nett sagt: Hier du, da musst du mal was dran ändern. Die Mama, die ist auch immer nur noch in der Ecke und weint. Das kann doch nicht sein, das ist doch nicht der Sinn. Lass mal den Computer aus, geh mal raus, ist gut für die Haut. Du siehst ja aus wie eine Wasserleiche, Junge. Also der Vater versucht es ihm dann halt zu erklären. Also der zweite Tag. Der Vater sitzt natürlich wie jeden Morgen auf seinem Sofa, um sich kurz vor der Arbeit vorzubereiten. Vorbereitung insofern, er trinkt einen Kaffee und liest in der Bildzeitung, wo er auf einmal den leicht lauten Ton von einem "Alter, ich fick deine Mutter, Junge!" bom, 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 bom hören musste. Und er sich fragt, ob es heute der Tag sein soll, an dem er seinen Sohn aufklärt über die normale Sprache. Er zieht sich also seine Jogginghose an und seine wunderschöne Joggingjacke, die beide schon leicht gezeichnet durch die Zeit sind. Aber das passt ja zu dem Image. Alt und dreckig und sportlich muss es sein. Nun schreitet er die Treppe hoch, begibt sich vor die Zimmertür seines Sohnes und schlägt sie sachte mit einem Schlag auf. Der Sohn betrachtet seinen Vater, muss kurzerhand feststellen: Oh mein Gott, der sieht ja aus wie so ein richtiger Penner. Und zwar sagt er in diesem Moment: Alter Junge, geh mal in die Schule, geh dich mal waschen, du stinkst wie eine Kakerlake, Alter, voila, ich ficke deine Familie. Lahm. Der Sohn versucht sich zu äußern. So. Alter, du Lauch. Dagegen der Vater: Alter, willst du mir jetzt mit Lauch anfangen? Du bist das Lauch, Junge. Du bist der kleine Spasti. Ich ficke deine Mutter gleich im Schlafzimmer, Junge. Und der Sohn überlegt und empfindet auf einmal ein leicht stechendes Gefühl in seinem Kopf. Der Vater dagegen hört wieder auf mit seiner gestellten Rolle des Assis. Der Vater klärt ihn kurzerhand auf, dass es viel besser sei, sächsisch zu reden, zumindest ein schlecht gestelltes sächsisch. So richtig schlecht gestellt und nicht so ein Assi-Getue, indem man Wörter falsch ausspricht, wie sie normalerweise nicht ausgesprochen werden, und am Ende des Satzes noch ein "Ich ficke deine Mutter Lahn" dran zu hängen, weil es gibt viele Menschen, die nach Deutschland kommen, aus verschiedensten Umständen, Kriege, Flucht
oder sonst irgendeine Scheiße, die den armen Leuten passiert ist. Und die müssen sich dann bei uns zurechtfinden, müssen unsere Sprache lernen und die auch lernen auszusprechen, weil das ist ja das Schwere daran. Wir haben eine verfickt schwere Sprache, die auch meistens sich ziemlich böse anhört, weil bring den Sauerkraut rüber, ich koche uns was Leckeres. Hört sich nicht unbedingt sehr nett an. Natürlich kann man das anders ausdrücken, aber selbst egal, wie man es ausdrückt, das hört sich irgendwie komisch an. Und das ist halt einfach so ein Schlag in die Fresse, wenn man dann halt, ich stelle mir das halt vor, ich kann das jetzt selber nicht so empfinden, aber wenn man als Ausländer über die Straße geht und sieht dann so Kids, die aussehen, als wären sie gerade frisch aus der Gosse gezogen, obwohl die eigentlich so reiche Bastarde sind, Entschuldigung, reiche Wichser sind, die sich eigentlich ordentliche Klamotten leisten könnten, sich aber dann, keine Ahnung, irgend so einen Trainingsanzug kaufen, der natürlich auch viel Geld kostet, weil die Firmen denken sich natürlich, wuhu, sie kaufen sich alle die Scheiße, die eigentlich gar nicht so teuer ist. Die können wir teuer wegkloppen. Obwohl ich ja immer das Fazit habe, jedem das Seine. Wenn der eine so leben will, wie der eine leben will, dann lassen sie so leben. Aber ich finde es halt asozial. Aber das ist ja auch das Thema vom nächsten Video. Deswegen, natürlich ist der Sohn jetzt wieder ein normaler Mensch, der auch so ein bisschen sächsisch reden tut. Natürlich ist das jetzt auch nur sarkastisch gemeint, dass sächsisch reden besser ist, als irgendeinen Slang sich anzueignen, der sich asozial anhört. Aber das ist ja auch nur ein Sketch gewesen und ich wollte mal ein bisschen lustig wirken. Obwohl ich das ja wahrscheinlich nicht geschafft habe, euch irgendwie zum Schmunzeln zu bringen. Oder vielleicht doch so ein kleines bisschen. Oder vielleicht habt ihr euch schon den Muffin-Tassen-Scheißkuchen da gemacht, wo ich das Rezept eben am Anfang angeblendet habe. Ich will das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Obwohl ich gar nicht weiß, wie lang das Video ist, weil ich jetzt sehr viele Sachen aneinander schneiden werde gleich. Gleich aneinander schneiden werde tun. Also wie immer, jedem das Seine. Wenn du es so leben willst, wenn du so sein willst, sei's. Du wirst dich sehr wahrscheinlich eh in deinem weiteren Leben noch des Öfteren entwickeln und verändern. Und falls jetzt einer sich beschweren will, dass ich des Öfteren Alter sage oder fick dich oder sonst irgendwas, ich will mich nicht verändern müssen für ein Video, was ich gerade mache. Diese Worte benutze ich jetzt auch nicht im alltäglichen Alltag auf der Arbeit oder sowas. Aber wenn ich jetzt so mit Freunden mich unterhalte, benutze ich die Wörter halt auch. Und weil ich halt mit euch im Prinzip rede, also ich sehe euch nicht, ihr seht mich auch nicht, aber ich rede zu euch, ihr könnt mir zuhören, ihr könnt mir Kommentare in die Kommentarbereiche schreiben, finde ich das schon so eine Art Unterhaltung. Und deswegen kann ich halt auch die Worte benutzen, die ich halt auch bei meinen Freunden benutze. Falls sich einer angesprochen fühlt, einen Kommentar zu schreiben, tu das gerne. Also ich rede auch mit dir in der Du-Form, wenn du willst. Was soll ich noch großartig sagen? Natürlich, der Sohn ist jetzt bekehrt, wird nie wieder irgend so Worte benutzen, sich die Jogginghose nehmen und verbrennen. Quatsch. Ich bezweifle, dass er es machen würde. Auch wenn das nur eine gestellte Sache in meinem Kopf ist, aber was soll man da machen, ne? Kann man nur ein bisschen Sauerkraut in die Küche tragen. Oder halt auch nicht. Und wenn sich jetzt einer beschwert, dass sich das irgendwie rassistisch anhört, fickt euch ins Knie. Jetzt habe ich beide Sachen gesagt, die ich eigentlich nicht sagen wollte. Schön. Also haut rein, noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Woche, wo dieses Thema richtig thematisiert wird. Thematisiert. Ciao, ciao.